Wir stehen hier am Landgericht Göttingen, wo heute der 19. Verhandlungstag in der Strafsache gegen Rainer Füllmich stattgefunden hat. Und wir hatten diese Woche zwei Gerichtstermine. Wir hatten einen am Mittwoch, den 10.7. Das war ein sehr langer Termin mit fast 7 Stunden Verhandlung. Und dann hatten wir heute einen, Freitag ist mal ein bisschen kürzer, heute am 12.7. hat eine Fortsetzung stattgefunden. Das war der 19. Tag. Und ich stehe hier mit Katja Wörmer. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Katja. Und wie lief es denn heute? Wie lief der Prozesstag heute? Können Sie das in wenigen Sätzen vielleicht sagen? Ja, also lief ganz gut. Ich würde sagen, heute war ja die Fortsetzung von Mittwoch. Genau. Also man muss wirklich beide Termine quasi im Zusammenhang sehen, weil wir haben ja auch über 2 Tage jetzt im Endeffekt sehr, sehr viele Beweisanträge gestellt. Also am Mittwoch wurden zunächst die Beweisanträge von dem Kollegen Christoph Miseré beschieden, die er schon vor der Verhandlungspause bedingt durch den Urlaub des Vorsitzenden gestellt hatte. Und danach habe ich dann meine Beweisanträge gestellt. Ich war ja zwischenzeitlich krank, deswegen hatte ich jetzt die Möglichkeit, die halt noch zu stellen. Das habe ich dann bis zur Mittagspause im Endeffekt am Mittwoch gemacht, also fast über 2 Stunden. Dann hatten wir Mittagspause. Mhm. Danach, da hatten wir uns auch abgesprochen, natürlich ich und der Kollege, habe ich einen Haftprüfungsantrag gestellt, also zur Aufhebung oder Aussetzung des Haftbefehls von Rainer Füllmich. Und danach hat Rainer dann noch am Mittwochnachmittag seine Beweisanträge, die er ebenfalls vorbereitet hatte, gestellt. Er musste die diktieren, die Protokollführerin hat die mitgeschrieben. Das war eine Protokollführerin an dem Nachmittag, die das alles handschriftlich mitgeschrieben hat. Man muss sagen, es war zusätzlich sehr heiß im Gerichtssaal, also die Luft war wirklich zum Schneiden. Und die haben hier keine Klimaanlage, die Fenster gehen irgendwie nur auf Kipp und deswegen war wahrscheinlich die Konzentration dann auch nicht ganz so gut. Also das hat alles sehr lange gedauert. Deswegen sind wir dann auch trotz des langen Tages am Mittwoch nicht durchgekommen und Rainer Füllmich hat heute Morgen dann noch 1,5 Stunden auch wieder seine Beweisanträge zu Ende diktiert. Da muss man vielleicht kurz dazu sagen, warum er die auch diktiert hat. Das ist ja auch eine besondere Situation, weil er ja auch nicht die Möglichkeit hat, Zugang zu Computer oder Ähnlichem zu haben. Das heißt, er muss seine Anträge ja mit Schreibmaschine oder mit Hand. Er hat eine mechanische Schreibmaschine tatsächlich, ja. Aber das ist natürlich das Farbband. Gut, man kann das, glaube ich, gerade noch lesen. Aber er hat natürlich dann auch handschriftlich korrigiert etc. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir diktieren es lieber. Das ist besser, wenn das dann halt förmlich sauber und richtig auch alles aufgenommen wird. Ja. Und das dauert halt seine Zeit. Vorteil ist dann möglicherweise, dass die Prozessbeobachter dann auch genau alles mitkriegen. Ja. Wenn ich die runterratter, dann ist das vielleicht teilweise ein bisschen schwierig. Sehr schnell dann, ja. Ja, genau. Deswegen hat immer alles Vor- und Nachteile. Mhm. Und deswegen hat das halt seine Zeit gebraucht. Und heute haben wir, wie gesagt, ich habe dann auch nochmal neue Beweisanträge heute gestellt. Mhm. Und Rainer Füllmich hatte sich dem Haftprüfungsantrag auch nochmal angeschlossen, hatte auch nochmal was begründet mündlich. Und was heißt denn Haftprüfungsantrag? Haftprüfungsantrag heißt, wir haben natürlich schon einen Haftprüfungsantrag direkt damals im November gestellt. Ja. Wir hatten dann im Dezember Termin und dann Haftbeschwerde vor dem Oberlandesgericht, also in der nächsten Instanz. Das ist bisher immer alles abschlägig beschieden worden. Haftprüfung heißt im Endeffekt, dass geprüft wird, ob die Untersuchungshaft andauert oder ob man die aussetzt oder sogar die Haftbefehle aufhebt und den Untersuchungshäftling dann quasi in die Freiheit entlässt. Ja. Teilweise gegen Auflagen. Es geht hier natürlich darum zu verhindern, dass sich der Angeklagte quasi den Prozess entzieht. Man will, dass er den Strafprozess ja zu Ende bringt. Mhm. Das hat Rainer Füllmich heute aber auch nochmal verdeutlicht, dass er das auf jeden Fall tun wird. Er hat jetzt, weil der Prozess ja auch schon so fortgeschritten ist, wirklich überhaupt kein Interesse mehr, sich dem zu entziehen. Er möchte für seine Rechte kämpfen. Im Zweifel auch in der nächsten Rechtsmittelinstanz und er möchte auch möglicherweise wirklich Schadensersatzansprüche geltend machen und auch die Rückzahlung des ohne Rechtsgrundes, das hat das Gericht jetzt auch schriftlich bestätigt bei der Bescheidung der Beweisanträge des Kollegen Miserés.
wurde unter anderem schriftlich bestätigt, dass das Gericht unstreitig davon ausgeht, dass das Geld aus dem Hausverkauf, was damals über das ausgegebene Darlehen der Klägergemeinschaft Class Action hinausging, dass das von dem Rechtsanwalt Marcel Tempin ohne Rechtsgrund erlangt wurde. Und das ist natürlich dann eine Steilvorlage quasi, um da zivilrechtlich vorzugehen und auch möglicherweise für das Strafverfahren. Wir haben ja auch gegen Marcel Tempin schon Anfang Dezember Strafanzeige gestellt, warum er das Geld einfach nicht freiwillig zurückzahlt und oder dem Ausschuss wieder zur Verfügung stellt, genau, der VOG. Genau, ja. Das ist im Endeffekt völlig unklar, ja, denn er hat ja auch die Strafanzeige damals mit unterschrieben. Er ist auch Anzeigenerstatter. Genau. Er gibt damit ja vor, dass er auch ein Interesse daran hat, dass der Corona-Ausschuss das Darlehensgeld wiederkriegt. Und er hat im Endeffekt ja das Geld vereinnahmt aus dem Immobilienverkauf, was Rainer Füllmich dazu nutzen wollte. Das hat er ja vorher auch immer wieder beteuert und auch vor dem Hintergrund seine Immobilie in Göttingen überhaupt auch erst verkauft, dass er von dem Kaufpreis das Darlehen zurückzahlen möchte. Und das war ihm dann nicht mehr möglich. Warum? Der Rechtsanwalt Tempin das Geld einfach behält und nicht zurückführt, ist völlig unklar. Wie gesagt, wir haben Strafanzeige gestellt. Wie gut die Staatsanwaltschaft da ermittelt und mit wie viel Eifer, auch das der gleiche Eifer, der gegen Rainer Füllmich an den Tag gelegt wird, scheint es leider nicht zu sein. Ja, darum geht es ja auch mal gar nicht im Prozess. Also was wirklich mit dem Geld letztendlich jetzt passiert, das ist ja gar kein Thema, oder? Nee, das ist, dass die Kammer macht die Strafbarkeit, also die untreue Strafbarkeit hier tatsächlich schon am Zeitpunkt der Darlehensausgabe fest. Mhm. Also sie sagen, da ist die Vermögensgefährdung der Gesellschaft, damals des Gesellschaftervermögens eingetreten. In dem Moment der Überweisung quasi. Genau, im Moment der Darlehensausgabe, weil die Ausgabe von privaten Darlehen, die dann auch für private Zwecke verbraucht werden, das hätte nicht im Gesellschaftszweck gestanden. Und das wäre insofern, weil es nicht abgesichert war, es ist halt keine direkte Grundschuld eingetragen worden. Die Grundschuld ist zwar im zweiten Darlehensvertrag durchaus auch als Sicherungsabrede angeboten worden, und zwar auf die Immobilie in den USA. Mhm. Aber man hat halt, wie man das im Zweifel natürlich auch bei Freunden oder in der Familie macht, hier ein Darlehen gegeben, was nicht formell abgesichert war. Ja. Es war aber immer von Anfang an vereinbart, das hat auch hier, das haben die Zeugen vor Gericht auch ausgesagt, das hat auch der Tobias Weißenborn, der damals das Ausschusskundung geführt hat, der da auch bei dem Abschluss der Darlehensverträge involviert war, der hat darauf geachtet, dass es quasi hier eben die Immobilie gibt. Rainer Füllmich hat das auch immer wieder betont, dass er quasi diese Immobilie als Wertspeicher sieht. Und insofern, da das Geld ja auch gerade in Sicherheit gebracht werden sollte, vor einem ungerechtfertigten staatlichen Zugriff, der eventuell hätte erfolgen können, um hier quasi Corona-Maßnahmenkritiker, sozusagen Feinde oder Dissidenten handlungsunfähig zu machen, der gedroht hätte, der ja auch einigen gedroht hat tatsächlich und nicht auch realisiert hat, das sollte verhindert werden. Ja? Deswegen, das war auch der Grund, weswegen man da jetzt nicht gesagt hat, wie jetzt teilweise ja vorgetragen wird, es hätte eine Liquiditätsreserve sein sollen, die Darlehensverträge sind nichtig, man hätte hier eine Treuhandabrede verschleiert, quasi durch die Ausgabe der Darlehensverträge. Das ist der aktuelle Vorwurf, richtig? Das ist der aktuelle Vorwurf. Die Kammer hat sich da immer wieder so ein bisschen geändert. Damals hieß es ja sogar, als die Anklage noch bei Anklageerhebung ist die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass die Geschäftsführer keine Alleinvertretungsbefugnis hatten, dass sie also auch nicht vom In-sich-Geschäft befreit waren. Ja, da ist man da schon von einer Strafbarkeit aufgrund dieser Punkte ausgegangen. Es war also nicht ausermittelt, dass die Satzung der Gesellschaft da was ganz anderes sagt und der erste Gesellschafterbeschluss. Also man hat es dann immer wieder quasi so ein bisschen, sag ich mal so, zurechtgebogen, dass man auf jeden Fall weiterhin von einer Strafbarkeit ausgeht. Ja, das kam ziemlich deutlich rüber. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass Rainer Füllmich, ist er seit 9 Monaten jetzt in Untersuchungshaft? Ja, richtig. Das sind jetzt seit dem 13. Oktober. Genau. Ja, fast auf den Tag. Ja. Fast auf den Tag, genau. 9 Monate. Das ist sehr, sehr lang für diese Art des Vergehens sozusagen. Ja, es ist nur ein Vergehen, genau. Ja. Kein Verbrechen.
Das ist sehr, sehr lang, das ist sehr ungewöhnlich. Auch die Verbringung aus Mexiko hierhin, die wir ja auch weiterhin für uns in Anspruch nehmen als Verteidigung, dass wir die als Entführung bezeichnen, weil es kein förmliches Auslieferungsverfahren gab. Es gab keinen internationalen Haftbefehl, in dem Sinn gibt es natürlich nicht, aber es gab kein förmliches Auslieferungsverfahren. Es ist in Mexiko nichts vorgefallen und aus der Akte ergibt sich, das habe ich ja heute auch im Rahmen der Stellung des Haftprüfungsantrages vorgetragen, da ergibt sich, dass man da wirklich offensichtlich mit BKA-Verbindungsbeamten vor Ort hier seitens der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet hat. Auch die Anzeigenerstatter selbst haben eine erhebliche Rolle gespielt. Die haben immer wieder Informationen geliefert per E-Mail. Und man hat quasi, das war auch wörtlich in einer E-Mail zu lesen, den Rainer Füllmich quasi unter einem Trick in das Honorarkonsulat oder zur Botschaft gelockt, dass da noch was zu unterschreiben ist bei der Neubeantragung der Pässe und dass man ihn dann quasi abschiebt. Ja. Genau. Gibt es, welche Strafe würde Rainer Füllmich denn drohen? Das steht natürlich nicht fest. Also normalerweise würde ich sagen, hier droht maximal eine Bewährungsstrafe bei dem Betrag und auch vor dem Hintergrund, dass er ja eigentlich die ganze Zeit rückzahlungswillig und auch fähig war. Ja. Aber da es sich hier ganz offensichtlich um eine politisch motivierte Strafverfolgung handelt, sonst wäre ja die Untersuchungshaft auch nicht so lange, gehen wir davon aus, dass da möglicherweise sogar eine längere Haftstrafe geplant ist. Ja? Also eine Haftstrafe, die dann über 2 Jahre hinausgeht und nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und das ist nicht üblich in solchen Fällen? Ja gut, was ist üblich? Aber also wir gehen nicht davon aus, dass das üblich ist und dass das auch gar nicht angemessen ist, weil wir hier ja schon den Schuldvorwurf auch gar nicht erfüllt sehen. Ja, genau. Und ja, im Moment hoffen wir oder wir gehen einfach davon aus, dass wir mit unseren Beweisanträgen da jetzt durchdringen und dass wir mit unserer Argumentation das Gegenteil auch tatsächlich aufzeigen können. Ja, dass es auch schon gar keine Schädigung der Vermögensanteile der beiden Anzeigenerstatter gab, auch nicht durch die Darlehensausgabe. Ja, ja. Das habe ich ja auch am Mittwoch nochmal vorgerechnet. Dargestellt, genau. Und deswegen, also wir sind jetzt eigentlich wieder, also wir sind jetzt... im Moment haben wir sehr viel, denke ich, und sehr gut argumentiert, sehr gute Dinge vorgebracht und wir suchen jetzt auch nochmal Präzedenzfälle raus quasi zu vergleichbaren Fällen. Im Zweifel stellen wir auch noch weitere Beweisanträge. Also im Moment sind wir doch wieder sehr viel zuversichtlicher, als es nach Ostern kam ja so ein Abfall im Prozess. Da sah es schon ziemlich haarig aus eine Zeit lang, aber... wir haben das Gefühl, das Gericht hört uns jetzt doch noch mit unserer Argumentation. Den Eindruck hatte man. Ja. Gibt es denn ähnliche Fälle? Also gibt es in Deutschland ähnliche Fälle wie die von Rainer Füllmich? Naja, also wenn man jetzt auf die politische Verfolgung anspricht, natürlich. Also es gibt ja, wie gesagt, wir hatten ja jetzt letztens die Bianca Witschel, die aus der Haft gekommen ist nach über einem Jahr, ich glaube 1 Jahr und 3 Monate. Und das war für die Ausstellung von Maskenbefreiungsattesten. Und, das ist eine Ärztin. Ja, das ist eine Ärztin, genau. Mhm. Aber sie ist halt auch Corona-Kritikerin. Ja. Sie hat sich damals gegen die Corona-Maßnahmen gestellt, aus medizinischer Sicht. Und wir haben ja ganz viele Ärzte, die verfolgt werden. Einfach nur teilweise, weil sie Maskenbefreiungsatteste ausgestellt hatten. Wir haben den Dr. Habich aus Recklinghausen, der ja auch deutlich über ein Jahr, ich glaube knapp 1,5 Jahre, in Untersuchungshaft saß, weil er ja Impfpässe ausgestellt hat, obwohl er teilweise nicht geimpft hat mit den Impfstoffen, weil er gesagt hat, die sind gefährlich. Ja. Und meines Erachtens ist das insgesamt eine politische Strafverfolgung, weil die Strafen und auch die Länge der Untersuchungshaft, die geht deutlich über das übliche Maß hinaus. Und wenn man das mit anderen Taten vergleicht, Gewaltverbrechen oder so, wo es vielleicht auch einen ganz anderen Anlass gäbe, ne? Dann ist das ganz klar. Gar nicht so ist, ne? Ja, richtig, genau. Ja. Die werden dann auch zur Bewährung oder dann gibt es dann halt ein psychiatrisches Gutachten, ne? Und dann Forensik. Also das ist also, ich denke, das ist ganz klar, dass Corona-Kritiker, und da gehört man natürlich auch zu, wenn man den Corona-Ausschuss hier geleitet und geführt hat, dass die ganz anders behandelt werden vor Gericht. Ja, ganz genau. Und in der gesamten Zeit ist es ja auch so, dass Rainer Füllmich jetzt den ICIC, das International Crimes Investigative Committee, ja gar nicht weitermachen kann. Das war das Folgeprojekt, was Rainer Füllmich ja gemacht hat, nach dem Corona-Ausschuss, nach dem etwas unliebsamen Ausscheiden.
hat er dann sein eigenes Projekt gemacht. Ja, gut, und unliebsames Ausscheiden, also es war ein Rausschmiss eigentlich, ne, ja, kann man ja, so sagen. Ja, genau. Also gegen seinen Willen und gegen sein ganz Wissen. Genau. Und, ja, ja. Also es war schon grob gesellschaftswidrig, denke ich. Ja, genau. Also er kann die Arbeit jetzt ja nicht fortsetzen. Das hat wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich eine gewisse Absicht auch dahinter, kann man davon ausgehen. Kann man sagen, dass das ganze Verfahren jetzt irgendwie... Also wenn wir davon ausgehen müssen, dass das, was in dem Dossier stimmt und dass man ihm quasi auch das passive Wahlrecht ja damit nehmen wollte, dass man gesagt hat, die Strafe muss so hoch sein, dass er nie wieder quasi als Politiker tätig werden kann hier in Deutschland und gewählt werden kann. Vielleicht noch kurz einen Satz zu dem Dossier, damit man das versteht. Genau, der Kollege Miseré hatte da ja Ausschnitte aus einem Dossier eines Dienstes, also es ist nicht ganz klar, ob das jetzt das Bundeskriminalamt oder das Bundesamt für Verfassungsschutz oder woher das Dossier hätte stammen können. Möglicherweise ist es auch von mehreren Diensten gemeinsam geschrieben worden. Das ist keine Ausnahme, das ist also nicht ungewöhnlich. Ja. Wir wissen, dass sogar die Anwälte für Aufklärung sind, glaube ich, in NRW vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Also ja, das ist ganz viele Menschen, gerade in der Corona-kritischen Szene, wurden beobachtet und möglicherweise geht man da auch zu weiteren Maßnahmen. Der Kollege wird auch noch eine Handlungsanweisung vorlesen, die soll 89 Seiten umfassen. Ja, Handlungsanweisung zum Umgang mit Corona-kritischen Personen. Wahrscheinlich ist der Titel so ein bisschen anders, aber da gibt es schon gewisse Szenarien, die ja hier auch quasi dargestellt worden, dass man möglicherweise Straftaten oder einen strafrechtlichen Hintergrund konstruiert und dann quasi Möglichkeiten hat, die Leute festzusetzen zum Defunden, also dass sie wirklich überhaupt kein eigenes Vermögen mehr haben, dass sie nicht mehr arbeiten können, selber kein Geld verdienen. Wie gesagt, das Geld aus dem Immobilienverkauf hat man hier ja auch quasi geschickt, möglicherweise auch verabredet irgendwie zur Seite gebracht und ich hoffe, dass wir das ganz aufklären können. Also der Kollege hat auch ein Dossier vorgelesen am Mittwoch über sich als Anwalt, wo prominent die Vertretung, die Rechtsverteidigung hier im Füllmich-Fall genannt wurde. Ja. Und er hat recherchieren lassen, es soll auch über mich ein Dossier geben, was wir natürlich dann auch dem Gericht vortragen werden. Das kriegen wir in der nächsten Woche. Also wenn das wirklich alles stimmt und diese Dokumente vorhanden sind, dann wirft das natürlich ein ganz anderes Licht hier auch auf unseren Rechtsstaat und auf den Umgang mit, im Endeffekt mit politisch, mit kritischen Personen, mit dem politischen Gegner, denn nichts anderes ist das ja. Also, ganz genau. Aber wir haben es ja auch während der Maßnahmen gemerkt, wie gespalten die Gesellschaft war und auch wie hart der Umgang da war. Ja, also, genau. Genau. Richtig. Und insofern verwundert es eigentlich nicht, es erschreckt nur in dem Ausmaß. Ja. Genau. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Wir haben nächsten Freitag, den nächsten Verhandlungstag. Wir hoffen natürlich auf eine positive Entscheidung über den Haftprüfungsantrag und auch hinsichtlich einiger Beweisanträge, dass wir noch Zeugen vernehmen können. Wir haben auch Sachverständigengutachten beantragt über die gesellschaftsrechtlichen Fragen hier und auch über die Frage, gab es überhaupt jemals eine Schädigung des Vermögens der beiden anzeigenerstattenden Gesellschafter. Also das muss im Zweifel ein Gesellschaftsrechtler oder ein Zivilrechtler sich angucken, ob das wirklich ein Strafgericht endgültig entscheiden kann, ist wirklich die Frage. Ja, da sind wir gespannt. Drücken die Daumen natürlich für Rainer Füllmich. Vielen Dank, Katja Wörmer. Gerne. Bis bald. Sehr gerne. Bis bald. Dankeschön. Danke.